Willkommen zu den News der Woche. Fangen wir die Woche auch mit etwas Starkem an, denn es wurde nun bekannt gegeben, dass der weltbekannte Anime-Film Your Name, auch genannt Kimi no Na wa, am den 1. Februar 2019 nun auf Netflix abrufbar sein wird. Die Manga-Serie von dem Autor Natsume Akatsuki, Kemono Michi, bekommt nun im Jahre 2019 eine Anime-Adaption. Zurzeit wurde nur ein erstes K-Visual veröffentlicht, mehr ist zu diesem Zeitpunkt erstmal unbekannt. Aber da halte ich euch natürlich auf den Laufenden. Natsume Akatsuki ist bekannt unter der Light-Novel-Serie Konosuba. Kommen wir auch zu etwas richtig Geilem, denn der deutsche Publisher Polyband gab nun bekannt, dass er nun ab sofort mehr Anime-Serien und Filme veröffentlichen will. Wie ich ja schon vor ein paar Wochen berichtet habe, veröffentlicht der Publisher nun die Anime-Serie Megalobox. Zudem bestätigten die auch nun, dass es nun weitere deutsche Folgen von Shin-Chan geben soll. Das erste Volume mit den neuen deutschen Folgen soll nämlich an den 26. April 2019 schon in den Handel erhältlich sein. Der Cast der deutschen Synchro wird aber dennoch leider geändert. Somit heißt es nun, dass Alet Stanschuss den Charakter Shin-Chan vertonen wird. Natürlich gibt es auch wieder mal schlechte News, denn es wurde nun bekannt gegeben bzw. bestätigt, dass die 6. Box der Anime-Serie Bleach nun an den 17. Mai 2019 erscheinen soll. Ursprünglich sollte dies nämlich am den 29. März 2019 erscheinen, davor war es nämlich da am den 22. Februar 2019 und davor hieß es, es soll am den 17. August erscheinen. Der Publisher selbst meinte das letzte Mal, dass es halt Materialprobleme gab. Ob es diesmal genauso sein soll, ist zu diesem Zeitpunkt eher unbekannt. Der Free-TV-Sender ProSiebenMax bestätigte nun auf Instagram, dass man nun die Anime-Serie Goblin Slayer ebenfalls auf dem Sender ProSiebenMax nun ausgestrahlt wird. Wann das sein wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Die Anime-Serie lief in der Fall Season 2018 hierzulande bei Wakanim und ist da auch kostenlos erhältlich. Am 29. März 2019 soll das erste Volume auf DVD und Blu-ray erhältlich sein. Hier halte ich euch natürlich auf den Laufenden. Sommer 2008 bekam er die Manga-Serie Dropkick on My Devil eine Anime-Adaption. Ende der Anime-Serie gaben die Verantwortlichen bekannt, wenn die Anime-Serie insgesamt 2000 Verkäufe bekommen soll, so werden die da eine zweite Staffel raushauen. Und nun wurde es endlich bestätigt, die Anime-Serie bekommt nun eine zweite Anime-Staffel. Mehr ist zudem erstmal nicht bekannt, aber da halte ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Die Anime-Serie lief hierzulande im Simulcast auf Amazon. Die Manga-Serie Dumble Nankilo Matero soll nämlich eine Anime-Adaption bekommen werden und zwar noch im Sommer 2019. Auf der offiziellen Website wurde zudem schon bekannt gegeben, dass der Director Mitsune Yamazaki sein wird. Der Komponist der Serie wird nämlich Fumihiko Shino sein. Charakterdesign übernimmt nämlich Ai Kikuchi und das Studio Doga Kobo übernimmt dessen die Adaption. Zum Cast der Anime-Serie wurde schon bekannt gegeben, dass Ai Farus den Charakter Hibiki Sakura sprechen wird und Soda Amamiya spricht den Charakter Akemi Surioin. Zu der Anime-Adaption von Kimetsu no Jaiba wurde nun bekannt gegeben, dass der Charakter Tokito Moshioro von Rumi Park vertont wird. Die nämlich aus Bleach bekannt ist, dort sprach sie den Charakter Toshiro Itsugaya, hingegen ist sie auch bekannt unter Fullmetal Alchemist, dort sprach sie nämlich Edward Elric. Der Anime soll im April 2019 an den Start gehen. Zum kommenden Konosuba-Film Kurenai Danzetsu wurde nun bekannt gegeben, dass der Anime-Film nun an den 12. Juli 2019 in den japanischen Kinos an den Start gehen wird. Seit längerem ist ja schon bekannt gegeben worden, dass der Film nun von JC Staff produziert wird, hingegen die Anime-Serie zudem ja von Studio Den produziert wurde. Die zwei Staffeln der Anime-Serie sind hierzulande leider nicht erhältlich. Endlich gab auch der Publisher Tokyopop ihre Neuheit zum Frühling 2019 bekannt. Heißt, die Neuheiten von März bis zum Juni wurden nun bekannt gegeben und somit heißt es nun, dass im Beispiel April 2019 die Manga-Serie Desolator erscheinen soll, die nämlich von Reki Kawahara auch geschrieben worden ist. Zu der Manga-Serie Desolator muss man auch sagen, dass das nur die Manga-Adaption von einer Light Novel ist. Die Manga-Adaption wurde nämlich schon mit 4 Bänden beendet. Und im Mai 2019 erscheint das Guidebook von Black Clover endlich auch bei uns. Heißt, Black Clover Band 16.5 erscheint an den 17. Mai 2019. Dies kann man natürlich auch schon vorbestellen. Link ist in der Videobeschreibung. Nun nochmal zur Info, dies ist natürlich nur ein Rev-Link. Damit zahlt ihr keinen Cent mehr. Damit unterstützt ihr nur diesen Kanal. Dies ist natürlich freiwillig. Natürlich gibt es auch mehr Neuheiten. Dies verlinke ich euch natürlich ebenfalls in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch natürlich gerne eine eigene Meinung mal bilden.
Zu der aktuell laufenden Anime-Serie Boogie Pop and Others wurde nun bekannt gegeben, dass die Anime-Serie am 23. Februar einen 2-Stunden-Special bekommen soll. Heißt, es werden sofort 4 Folgen dann an den Tag veröffentlicht. Das wird dann bedeuten, dass Folge 10 bis 13 sofort verfügbar sind. Zudem heißt es aber auch, dass es dann den Yoake no Boogie Pop adaptieren soll. Der Boogie Pop Overdrive Wakyukyu soll ebenfalls dann im Anime bald vorkommen. Die Anime-Serie ist hierzulande kostenlos bei Wakanim erhältlich. Viele haben nämlich schon drauf gewartet und nun ist es endlich soweit. Der Publisher Kasei Deutschland gab nun bekannt, dass am 26. März 2019 der Anime-Film My Hero Academia Two Heroes endlich in den deutschen Kinos gezeigt werden soll. Die teilnehmenden Kinos wurden ebenfalls schon bekannt gegeben. Dies verlinke ich natürlich in der Videobeschreibung. Auf der offiziellen Website zum kommenden Anime Fire Force wurde bekannt gegeben, dass die Synchronsprecherin Saeko Kamijo nämlich Maki Ose vertont. Saeko ist leider in der Anime-Szene noch sehr unbekannt, beziehungsweise Maki ist ihre erste Rolle in einem Anime. Den Ankündigungstrailer zum Charakter von Maki verlinke ich ebenfalls wie letztes Mal auch in der Videobeschreibung. Tatsächlich gibt es bald neue Folgen von Shin-Chan auf Deutsch. Und mal ganz ehrlich, wer hätte damit überhaupt noch gerechnet? Ich meine, klar, die Anime-Serie war früher was anderes. Ich meine, mit der Synchro und so alles muss man sich jetzt auch etwas gewöhnen. Das ist ganz deutlich, das ist ganz klar. Aber ist wirklich etwas Nettes. Also mal ganz ehrlich, muss man wirklich mal rechnen. Pullyband Sakai, die wollen jetzt auch wirklich im Anime-Szene wieder richtig reinkommen, wie früher mal. Wenn man überhaupt bedenken kann, ob die früher richtig mal drin waren. Da kann man natürlich bedenken und hoffen, dass die auch mal die Greyman halt veröffentlichen, also weiter veröffentlichen. Denn es wurden ja die ersten 50, 51 Folgen auf Deutsch jetzt veröffentlicht, auf DVD und das letztes Jahr auch richtig in eine Komplett-Edition, glaube ich. Also man hat alle Folgen in einer Box, ne? Und das ist zum Beispiel ziemlich gut. Zum einen ist es auch scheiße billig, muss man sagen. Ich glaube, 40 Euro kosten diese 50 Folgen nur. Also das kostet für meine Aussicht wirklich fast nichts. Und ich muss sagen, ich hätte echt Bock auf die restlichen Folgen und die auch noch auf Deutsch und dazu noch die Greyman Hollow. Also mal ganz ehrlich, die Greyman könnte man in Deutschland weiterhin verkaufen. Ich finde, die Serie hat's verdient. Die hat's wirklich verdient. Polyband. Ich habe das Gefühl, ihr habt ein Auge drauf. Zudem hat ja auch Tokyopop ihre Neuheiten veröffentlicht und wir haben hier zum Beispiel so Sachen bekommen wie das Guidebook von Black Clover. Muss ich ehrlich sagen, ich bin eher auf die Neuheiten wirklich, wirklich enttäuscht mal wieder. Wir bekommen hier wirklich fast richtig gesagt nichts. Man hätte zum Beispiel auch etwas richtig Geiles mal ankündigen können, aber was soll's. Hat wohl seine Gründe, muss man akzeptieren und ich hoffe vielleicht, der Sommer zeigt sich halt ein bisschen besser, weil ich will tatsächlich Kimetsu no Jaiba mal in Deutschland haben. Ich will Kimetsu no Jaiba als Manga bei uns haben und irgendwer muss sich doch dran mal gönnen. Zum Fire Force Anime sage ich jetzt auch noch kurz was. Also wir haben hier natürlich, ja gut, Maki wird jetzt von jemand anders gesprochen. Ich wollte ja eigentlich Han Megumi haben, aber gut. Ist dann eben nicht so, aber sie hörte sich schon richtig okay an, muss ich schon sagen. Sie hörte sich schon richtig gut an, das kann man schon sagen. Also ich bin zurzeit richtig gehypt auf den Anime, kann mich nur dessen drauf freuen und ich hoffe doch, euch hat diese News gefallen und es würde mich auch wirklich sehr freuen, wenn du auch dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Zudem kann ich jetzt noch sagen, habt einen schönen Tag, mach's gut, bis bald und ciao.